Eigentlich ist Familie Harf gerade im Urlaub. Aber neben Hamburger Sehenswürdigkeiten hat es ihnen auch dieser edle Kerzenhalter angetan. Für 225 Euro. Spontan als schön empfunden, gesehen und festgestellt, können wir noch im Wintergarten gebrauchen. Kauft sich zurzeit öfter schöne Dinge? Wenn es einem spontan zusagt und man sagt, passt, gefällt, dann kann das durchaus passieren. Spontankäufe oder langfristige Anschaffungen, bei den Deutschen sitzt das Geld derzeit locker. Sie sind optimistisch und wollen kaufen. Selbst im Sommermonat Juli, der die Bürger eigentlich eher ins Freie lockt als in die Geschäfte. Ja, das stimmt. Also traditionell ist es ja eher in der Sommerzeit sowieso vom Konsum etwas verhaltener, aber wir versuchen das natürlich gerade auch im Hinblick auf unsere Angebote zum 50-jährigen Bestehen mit interessanten Produkten, die auch im Sommer attraktiv sind, ein Grill, eine Wasserflasche, all die Dinge, ob es für einen Sommerwein ein Glas ist und so weiter, das mit anzubieten. Aber auch ganz unabhängig von der Sommersaison. Viele Deutsche wollen jetzt auch gerne größere Anschaffungen tätigen, wie einen neuen Fernseher oder Computer. Der Grund, Jobs und Einkommen scheinen sicher. Zudem sind die Zinsen derzeit so niedrig, dass sich Sparen einfach nicht lohnt. Dann lieber kaufen, auch wenn man es nicht unbedingt braucht. Vom Fensterstaubsauger bis zum neuen Drucker. Wir haben auch einen alten Drucker zu Hause, aber der hat kein Fax. Und wir wollten halt gerne ein Faxgerät dazu haben, deswegen haben wir den gekauft und verkaufen den alten sozusagen. Also ich werde jetzt sicherlich nicht Geld anhäufen und auf schlechtere Zeiten warten, sondern wird das jetzt ausgeben, wenn ich es habe. Ne? Dauert jetzt schon zu lange die Krise, also ist irgendwie schon Normalzustand für mich, diese Euro-Krise. Ich habe da nicht so die Panik, muss ich sagen. Nee, und wir sind sehr gut ausgebildet, deswegen habe ich die Angst auch nicht. Stattdessen Zuversicht, bald eher noch besser zu verdienen. Das macht mutig zuzuschlagen, gerade bei den teuren Dingen, die ihren Wert langfristig halten sollen, wie Marken oder Einzelstücke. Für ihr neu eingerichtetes Esszimmer suchte die Rentnerin etwas Besonderes. Messingleuchte und Schirm, an dieser Lampe ist alles handgefertigt. Und das hat seinen Preis, 870 Euro.